bin in allen Dingen fast normal zur Welt gekommen, doch hat mein Leben einen krummen Weg genommen. Ein Manko macht das Leben mir und anderen zur Qual, das eine große Bürde ist und keinesfalls egal. Weiß nicht zu sagen, welche Defizite da obwalten. Ich kann die Menschen nicht gut auseinanderhalten. Suche ich manchmal meine Freunde. Im Gedränge zieht der Prozess sich oftmals qualvoll in die Länge. Denn männlich, weiblich, weiß passt meistens auf fast alle. Und oft verzweifle ich an diesem hochverzwickten Falle, das einzelne Gesicht zu finden unter den Gestalten. Ich kann die Menschen nicht gut auseinanderhalten. Dieses Problem beschränkt sich keinesfalls auf Zivilisten. Ich hielt Motorradpolizisten schon für Fetischisten. Die Silhouetten werden mir schnell an den Rändern weich. Jeansröcke, Uniform, das alles macht sie gerade gleich. Und Jugend gleicht sich an, desgleichen auch die Alten. Ich kann die Menschen nicht gut auseinanderhalten. So bin ich sehend, doch zum guten Teile maulwurfsblind, wenn die Gesichter unsere Visitenkarten sind. Laufe dyslexisch ich durch die humane Fauna, doch bleibt als Rückzugsort das Dunkel einer Sauna. Dort zähle ich behutsam an den Skroten alle Falten und kann die halbe Menschheit auseinanderhalten. Dort zähle ich behutsam an den Skroten alle Falten und kann die halbe Menschheit auseinanderhalten.